So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode 1 The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode, wisst ihr, da gönnen wir uns jetzt erstmal einen Besuch bei Kura, hieß sie, glaube ich. Und mit ihr reden wir jetzt als allererstes. Ich habe sie jetzt wieder in den Laden bekommen. Willkommen, meine Tränke wirken gut. Kura hat mir alles erzählt. Bist du nicht eigentlich wie eine Bootsfahrt gekommen? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte dir eigentlich sogar hier den Pilz eben geben. Muss ich den mit dem machen? Oh. Nein. Nein, du. Nein, du hast. Er hat den Pilz weggeworfen. Irgendwie verstehe ich. Egal. Egal, dann. Wisst ihr was? Dann kaufen wir uns einfach so. Das rote Elixier. Wisst ihr, dann vergessen wir einfach mal eben das blaue Elixier, das ich eigentlich hier eintauschen wollte gegen. Ey, cool, das ist ein Rubin. Ich geiz halt. Gegen das. Gegen den Pilz, aber anscheinend sind wir wohl zu blöd, das einzulösen. Naja. Wollen wir recht sein, wirklich. Also, ich habe da kein Problem damit. Nutzen wir halt die Gelegenheit und machen jetzt was anderes. Die Hexe, die will uns einfach nur ausrauben. Finde ich nicht gut. Haben wir den Pilz einfach weggeworfen? Jetzt liegt er da, im Haus der Hexe. Ja, egal, so, Lied der Schwingen. Und mit dem begeben wir uns jetzt einfach mal nach Unruhstadt, denn mit dem Trank müssen wir jetzt natürlich auch noch etwas machen. Ja, es gibt ja immer Leute in Zelda-Spielen, die sind natürlich auch in Not, wisst ihr? Die wissen nicht wohin und die haben keine Ahnung, was da gerade läuft und die haben auch teilweise einfach Angst, sind erschöpft, sind müde und so einen Typen, den gibt es auch, Entschuldigung, ja... Ich habe ein Schwert. Ja, ich habe ein Schwert. Also verschwinde. Und das müssen wir jetzt auch einfach mal jemandem helfen. Wisst ihr? Und deswegen springen wir jetzt gleich mal auf Epona. Also hier, Eponas Lied jetzt nochmal. Ich habe es immer noch nicht im Kopf. Wisst ihr? Hier, das eine Lied. Das Lied der Schwingen. Das habe ich jetzt schon aus dem Kopf. Ne, das ist schon ein Schlummerlied. Wo ist Eponas Lied? Ach da. Okay, das ist ja easy. Ja, aber das eine, den einen Song, den kenne ich ja jetzt aus dem Kopf. Ne, das Lied der Schwingen. Das ist kein Problem. Das von Epona müsste ich ja mittlerweile auch können. Ist auch relativ simpel. Und Epona taucht immer aus dem Nichts aus. Und, oh, sie ist so süß. Ja, also ich finde Epona recht putzig. So, wir müssen jetzt nämlich von den Ebenen Terminus aus in den Osten. Ja, also hier in die Richtung. Dort oben haben wir zum Beispiel noch einen roten Rubin. Der kann natürlich auch ganz gut sein und Möhren. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn der Möhren hier. Ich meine, mögen Pferde Möhren? Oder wie schaut's aus? Ich habe keine Ahnung. Aber mit Epona können wir jetzt so langsam sicher auch endlich mal hier entlang. Und wisst ihr, wir jumpen jetzt als allererstes den... Das funktioniert ja gar nicht. Was soll das denn? Moment mal, Moment mal. Kicken wir die halt mal weg. Dann, kicken. Ah! Ich komme doch da hoch. Oder nicht? Ich könnte jetzt eigentlich schwören, ich komme da eigentlich hoch. Moment. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich meine. Hä? Warum komme ich denn da nicht hoch? Muss ich vielleicht... Ah, jetzt geht's. Ach, perfekt. Wusste ich's doch. So, dann jumpen wir nochmal hoch und jetzt müsste sich hier irgendwo ein steinerner Kreis befinden. Frage ist jetzt natürlich nur, wo. So, halten wir die Augen auf. Hier ist nicht... und nebenbei kicken wir immer die Geister weg. Ich finde das lustig. So, ich habe hier jetzt noch nichts gefunden. Bin ich einfach gerade nur blind? Ich glaube schon. So, Darley blind. So, hier vielleicht? Na, auch nicht. Ne, ernsthaft, ich glaube, ich bin jetzt gerade einfach nur blind. Moment, wir steigen mal ab. Moment, Epona, bleib mal da. Ich brauche jetzt nämlich hier in der Gegend jetzt das Auge der Wahrheit. Also, Auge, wo bist du? Jee, was machst du an einem Ort wie diesem? Der Hügel von Ikada ist ein Ort, an dem gequälte Geister ruhelos umherziehen. Auch jetzt noch ziehen die Geister auf der Suche nach dem umher, der sie retten kann. Dies ist sicher kein Ort für dich. Doch zieh es dich dorthin, finde die Maske, in welcher der irrende Geist wohnt. In der Nähe der Ranch gibt es zwei, die eine solche Maske tragen und Böses tun. Finde sie. Und diese Maske kannst du die Seelen der Geister von Ikana nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Moment. Garo-Maske. Ist das vielleicht die Maske, die er meint? Ich glaube nämlich schon. So, und dann wollen wir natürlich noch das Auge der Wahrheit benutzen. Das ist ja das hier. Das ist es, oder?
Jehi, was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Nidias, die einst nach den Geheimnissen des verwunschenen Schlosses trachten. Dann sollte es möglich sein, die wandelnden Geister seiner einstigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Jehi. Und nun? Ah, da muss... Ach so, ich vermute mal, dann müssen wir jetzt irgendwie den Enterhaken oder sowas in der Art benutzen. So, naja, egal. So, hier haben wir nichts. Ich glaube, das ist falsch. Vielleicht irgendwo hier dazwischen? Und... Ey, stopp! Ich bin blau, warum bin ich eigentlich jetzt blau? Ich habe doch noch gar nichts getrunken. Hey, warum bin ich blau? Ich hab nichts getrunken. Mir geht's doch eigentlich richtig gut. Okay, da hoch kommen wir nicht und ich bin, glaube ich, gerade verflucht oder sowas in der Art. Naja, egal, so. Gib dir mal Mühe und spring hier rüber. Sehr gut, Epona. Und wo ist denn jetzt hier der steinerne Kreis? Ich könnte schwören, hier müsste doch einer sein. Hier rechts vielleicht? Ich bin gerade echt verwirrt, muss ich sagen. Vielleicht liege ich mit einer Annahme gerade auch einfach falsch. Und das ist noch gar nicht möglich. Dann nimm mal die scheiß Maske ab. Geht doch. Hä? Naja. Anscheinend ist das gerade nicht möglich. Was? Achso, ich bin mit einem Fluch belegt worden. Moment mal. Warum geht das denn nicht? Ich verstehe das nicht. Der müsste doch hier irgendwo sein. Das ist äußerst komisch. Vielleicht haben die das ja jetzt hier in dem Spiel anders gemacht. Dieser Fluch, ne? Geht mir sowas auf den Geist. Die komischen Gegner da. So, Epona. Der muss jetzt nämlich hier, wie gesagt, sein. Vielleicht ist noch irgendein zeitliches Event noch nicht so weit oder so. Ich weiß nicht. Ich versuche noch ein letztes Mal. Danach müssen wir ja schauen, wo der Pfeffer wächst. Der Pfeffer wächst doch gut. Ja, dann müssen wir halt schauen, wie es weitergeht mit uns. Jump hier rüber und hier, ich bin mir eigentlich sicher, der war hier irgendwo. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht müssen wir das irgendwie später triggern, aber ach, Epona, jetzt machen wir hier keine Faxen, ja? Gibst du mal Gas und hopp! Sehr gut. Auf meinem schönen Pferd jump ich hier entlang der südlichen, der östlichen Himmelssphären. Und ja, da es hier anscheinend nichts weiter zu erledigen gibt, ich hätte jetzt eigentlich vermutet, hier gibt es tatsächlich sogar noch etwas, müssen wir uns weitermachen. Ja, es gibt nämlich noch zwei Sachen, die wir erledigen können. Bei einem gibt es sogar noch ein Herzteil und ihr wisst, bei Herzteil, das ist immer Musik in meinen Ohren. Deswegen. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte die eventuell sogar irgendwie schlagen. Ich glaube, das war jetzt hier irgendwo. Muss mal eben schauen. Ja, das ist sogar hier, tatsächlich. So, seht ihr den? Den Boy da? Stopp. Wow, cool. Da habe ich mir jetzt gerade in die Wand geglitscht. Der da. Seht ihr den, wie der da umher tänzelt? Richtig episch, ne? So, den müssen wir jetzt nämlich reden. Und. Nein, ich wollte eigentlich die Hasenohren haben, aber egal. So, es geht ab. Nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Meinen Tanz konnte ich nicht schenken der Welt. Übersetzung, ich bin sauer, ich bin tot. Ob mein Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur Einheit zu führen. Übersetzung, hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunden gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden. Okay, und wer bist du jetzt eigentlich? Hast du auch einen Namen? Kamaro, der Geist eines legendären Tänzers, findet keinen Frieden und tanzt im Mondlicht. Ich würde jetzt sagen, Kamaro, dann tun wir dir doch einen Gefallen und spielen jetzt erstmal das Lied der Befreiung. Wie geht das? Das haben wir jetzt nicht wirklich oft gespielt. So, das Lied der Befreiung. Und dann werden wir deinem Leid doch einfach mal ein Ende, ja, zufügen. Ja, ich meine, du bist ja ganz traurig. Und lass meinen Tanz über das Antlitz der Welt verbreiten. Lehre ihn meinen zukünftigen Jüngern. Übersetzung, ich habe ihn dabei gebracht. Also sorg dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Yay, yeah, und damit haben wir jetzt auch noch Kamaros Maske erhalten. Mit der können wir jetzt nämlich einzigartig tanzen. Und zwar in Kamaros Tanzstil, Verzeihung. Die Seele des Tänzers. Und das war es jetzt auch mit Kamaro.
Ja. Ich zähle auf dich. Übersetzung, ich zähle auf dich. Mach's gut, alter Freund. Und wir werden natürlich versuchen, deinen Tanzstil einmal durch die komplette Welt herumzuführen. So, okay, und jetzt gerade haben wir natürlich noch eine weitere Mission. Wir müssen jetzt natürlich hier mit der Maske den Leuten Camaros Tanz näher bringen. Und da gibt es jetzt, glaube ich, in Unruhestadt sogar zwei Schwestern, die gerne tanzen, ja. Okay, vielleicht tanzen die jetzt nicht an der Stange oder so, aber die tanzen halt schon ziemlich fresh, glaube ich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die genau sind. Ich glaube, das sind die beiden sogar. Und dann ziehen wir doch jetzt einfach mal Camaros Maske an und zeigen dem, wie man tanzt. Stört dich! Ja, ihr wollt tanzen, ne? Okay, ist ja schon gut, ne? Geschwister Rosa. Aber was ist denn, wenn ich jetzt tanze? Und zwar wie Camaro. Und ich habe kein Gesicht, wie krass ist das denn? Ja. Das ist der legendäre Tanzstil von Camaro. Und da seid ihr doch baff, oder? Ja, ihr macht mit. Oh, lala. Wie gut ist das denn? Und jetzt tanzen ja alle in Camaros Tanzstil. Ist das nicht cool? Ist das nicht einfach nur sexy? Ich finde jedenfalls schon. Und auch die Wache, die ist geil. Und oh, die denkt sich nur, geil. Ich kann den Weibern unterm Rock gucken. Ist das nicht cool? Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Ja, ich bin Meister Link. Und wisst ihr, was ich jetzt als Danke halte? Ein Herzteil. Und wenn wir jetzt, ich glaube, drei weitere von denen erhalten, dann war es das sogar. So, die Seele des Tanzes wäre damit nämlich jetzt sogar auch nochmal abgeschlossen. Perfekt. Ja, ja, ist gut. Ja, ich bin großartig, ne? Vielen Dank, ne? Aber wir können uns ja jetzt nochmal irgendwie in ja, meinem Hinterzimmer oder so treffen. Ja, also, ja. Ja, und das war es jetzt eigentlich sogar mit den Nebenquests, die wir soweit machen konnten. Ich bin immer noch nicht sicher, warum das mit dem Dings nicht geklappt hat. Haben die das vielleicht geändert im Remake? Dass man da erst hin kann, wenn, keine Ahnung was, aber jetzt halt gerade noch nicht. Ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall ziemlich schade, dass wir da jetzt gerade noch nicht hin konnten. Aber jetzt können wir wenigstens mit der Story nochmal weitermachen. So, und wir haben jetzt wieder ein bisschen Cash angehäuft, ne? Das heißt, wir zahlen jetzt hier wieder ganz viele Rubine ein. Rubine einzahlen, na sicher. 184, ja, ich will tatsächlich so viel einzahlen. Und dann speichern wir das Spiel noch nicht. Aber dann spielen wir die Hymne der Zeit und spulen den kompletten Tag nochmal zurück. So. Wir müssen jetzt nämlich, wie gesagt, weiter mit der Story machen. Und jetzt geht's, ich sag mal, zu einem der unbeliebtesten Stellen überhaupt in Zelda-Spielen. Ja, unbeliebteste Stellen überhaupt. Ihr habt richtig gehört. Es geht jetzt nämlich Richtung Wasser-Dungeon. Mehr oder weniger. Oder irgendwie Wasserwelt. Oder irgendwie sowas in der Art. Und ich kenne die meisten Zelda-Spieler. Ja, und Wasser-Dungeons. Nee, das ist halt immer so. Nein, das muss nicht sein. Ich kenne das, ja. Ich sehe das teilweise auch so. Wasser-Levels und Eis-Level sind halt in jedem Spiel eigentlich immer. Die sehen schön aus und so, ne? Aber die sind einfach nur lästig. Und ich bin gespannt, wie die Wasserwelt so in Majora's Mask sein wird. Weil, wie gesagt, das Spiel ist ja blind für mich. So, als allererstes spielen wir natürlich die Hymne der Zeit nochmal rückwärts, aka die Ballade des Kronos. Ja, das wird ja dann die Ballade des Kronos im Nachhinein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das vor allen Dingen auch so hinkriegen werden. Wisst ihr, ich frag mich echt gerade, ob wir das halt auch so richtig gut schlagen werde oder ob nicht. Ich weiß nicht. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. So, jetzt bin ich halt nur noch gespannt, wie müssen wir jetzt entlang? Ich glaube Richtung Westen. Wir waren jetzt im Norden, wir waren im Süden, das heißt, was bleibt noch übrig? Genau, der Westen. Im Osten war ja jetzt hier dieser eine Teil, da konnten wir noch nicht entlang. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich sogar noch den Enterhaken, den wir jetzt aber noch nicht haben. Und wir wollen jetzt ans Ufer. Genau, wir wollen jetzt an die Schädelbucht. So heißt ja die Ebene, zu der wir uns jetzt gerade hinbegeben werden. So, Frage ist natürlich, machen wir das auf Eponas Rücken? Ja, nein. Ich glaube, das müssen wir sogar auf Eponas Rücken machen. Ich glaube, sonst kommen wir ja da nicht über die Absperrung. So, also Epona, tu uns doch mal den Gefallen. Tauch mal eben auf, damit wir hier mal schön weitermachen können. Ja, Epona, du weißt, ich hab dich lieb. Du bist ein tolles Pferd und ich bin jetzt gerade mal wieder auf deine Hilfe angewiesen. Wo bist du? Epona? What? Alter. Wo ist Epona?
Ist hier Puna da oben? Hallo? Ja, ich höre jetzt gerade einen Vian, aber wo bist du? Ach da! Arme Epona. Bist da, glaube ich, irgendwie hängen geblieben oder so, ne? Und ich weiß nicht, aber kommst du mir nur so vor, da ist Epona hier in dem Spiel ziemlich jung. Wow, die ist gerade echt tatsächlich hängen geblieben. Wenn ich jetzt nicht auf A gedrückt hätte, dann wäre die hängen geblieben. So, egal. Also, wir müssen jetzt hier mal aufmachen. Kommst du da rüber, Epona? Ich hoffe doch. Juhu, endlich! Und dann können wir uns nämlich jetzt auch mal Richtung Schädelbucht begeben. Nice, das freut mich. Das muss ich jetzt hier mal echt zugeben. So, das ist nämlich, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich jetzt hier gerade in der Schädelbucht befinde. Und das sieht hier, muss ich zugeben, schon mal sehr, nicht düster, aber es sieht hier sehr interessant aus. Hier gab es ganz nebenbei sogar noch einen Stein irgendwo. Den wollte ich aber auf jeden Fall irgendwie aufheben. Ich hatte mal vor, da findet sich irgendwas drunter. Ja, da findet sich auch was drunter. Komische Insekten, die eigentlich nichts wert sind. Egal. So, Epona, du kannst hier mal warten. Nein, ich muss Epona mitnehmen. Kann das sein? Nee, muss ich nicht. Ich kann hier außen rum. Perfekt. So, ich will jetzt nämlich wissen, was sich hier so befindet. So, Schädelbucht, ne? Genau, oder? Schädelküste. Vorsicht, Sandkiller. Dem Strand nach links folgen, Kap Sora. Andere Richtung, Piratenfestung. Oh. Okay, dann wollen wir uns mal nicht nach rechts begeben, sondern eher links bleiben. So, dann können wir das hier nochmal, oder hier können wir nur unser Spiel speichern. Okay, schade. Ich dachte, hier können wir vielleicht sogar noch ein paar andere Sachen machen. Aber dann halt nicht. So. Ah! Sandkiller. So hießen diese Gegner ja, oder? Lan! Guck mal nicht hier auf, ja? Okay. Da ist ein Herz drin, das nehmen wir mal. Herz! So, und hier rechts, wie gesagt, da ist die Gefahr, ne? Wie ist es? Piratenfestung? Zur Piratenfestung. Touristen sind nicht willkommen. Ja, hier rechts wahrscheinlich, ne? Okay, dann werden wir uns. Wow, was ist das denn? Ist ein Gegner? Wow! Wow, was war das denn? Alter! Ohne Scheiße, da habe ich jetzt gerade sogar ziemlich tierisch erschrocken. Weil ich nicht wusste, was es ist. Hier sind Seesterne oder so? Seesterne. Richtige Patrick Stars sind hier. Okay, aber hier unten, da ist noch nichts. Was befindet sich? Ey, da ist Tingle. Ich habe einen Ballon gesehen und ja, zieh mal durch hier. Ich will jetzt mal hier zum Haus. Und wir können natürlich noch zum Sora Cup. Da müssen wir sogar tatsächlich zum Sora Cup. Hey, da sind Möwen. Was findet sich denn da? Keine. Hey, cool! Hier ist aber eine Eulenstatue. Die aktivieren wir mal, damit wir uns in Zukunft auch hierhin teleportieren können. Ja, wissen aber Bescheid. Eulenstatue? Sehr schön. Du musst dich aktivieren. Wenn wir uns wenigstens in Zukunft hierhin begeben. Speichern? Nope, noch nicht. So, und da gibt es natürlich hier noch ein Haus. Ich habe ein Haus. Das ist maritimes Forschungslabor. Erforschung der Wasserqualität und maritimer Lebensformen in der Schädelbucht. Okay. Gibt es hier jetzt auch noch so einen verrückten Professor oder so? So einen kleinen Albert Einstein für Arme? Ja, tatsächlich. Spät dran, Sissi. Was muss machen, diese Soras? Hm, was ist los, Kleider? Du bist hier, um zu sehen, die so wie. Nee. Um zu sehen, die Sora. Nee. Du bist hier, um zu sehen, die Sora-Babys schlüpfen? Ich glaube, das ist irgendwie falsch. Naja. Ich auch. Ich bin sehr aufgeregt. Aber noch sind sie nicht eingetroffen, die Eier. 1 bis 3 Tage kann es dauern, bis Sora schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben. Aber sie sterben könnten, wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Ach, das ist hier einfach nur seine Art, wie er spricht. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Sora-Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Soras ganz genau das wissen, trotzdem sie sehr spät sind. Obwohl etwas passiert ist in der Höhle des Zoras, ich mich frage. Okay, das ist jetzt, wie gesagt, das ist sogar so ein kleiner Meister Yoda für Arme, muss ich gestehen. So, was haben wir denn hier in seinem Labor? Ganz viele Pläne und so, aber außer Pläne und so ist da jetzt auch nicht sonderlich viel mehr, ne? Na gut. Dann begeben wir uns jetzt mal hier raus und da vorne ist da auch noch was. Ja, hier, da. Moment, was ist das? Da liegt irgendwas. Und da sind ganz viele Möwen. Ja, irgendwie. Oh, ein Sora!
Ist da jemand? Bitte, hilf mir! Ans Ufer! Ja, natürlich, dann wollen wir dir mal helfen. Okay. Ach, diese Geräusche und die Tatsache, dass Link hier gerade die Hände am Arsch des Zoras hat. Wow. Wow, Leute, kommt nur mir das komisch vor? Egal, egal, wir haben nichts gesehen, ne? Also, wer bist du, Boy? Trägst auf jeden Fall ein goldenes Höschen oder so, einen goldenen Bauchring. Wer bist du? Oh, geht's dir gut? Ja, anscheinend nicht. Hallo? Ja, bist du tot? Oh, ich bin Mikau vom Volk der Sora, Gitarrist einer Sora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Ja. Was ist los? Mikau? Eins, zwei, drei. Oh, Baby, haben wir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Wow, in der Schädelbucht ging eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh, Baby, hör mir bitte zu. Ich will nicht betteln, Gerudo-Piraten. Sie haben die Eier gestohlen. Ich ließ Kap Sora hinter mir, um die Gerudo-Piraten aufzuhalten. Aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden. Keinen Frieden. Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh, bitte, will dir niemand meine Seele befreien? Das war alles. Ich danke dir. Ja, da gingst du nochmal gut ab, was? So, und da Seele befreien natürlich rot markiert war, wissen wir doch mittlerweile. Ja, Lied der Befreiung. Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall mal spielen, ne? Und dann denke ich mal, dass wir vielleicht eine Sora-Maske bekommen werden, Fragezeichen. Ich weiß nicht, lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Und tatsächlich, ich glaube, das war's mit ihm. Mikau, Ruhe in Frieden. Aber deine Maske, die nehme ich gerne. So, jetzt haben wir hier sogar nochmal so den letzten Willen von Mikau. Und ich muss gestehen, er hatte sogar eine sehr stylische Gitarre, ne? So richtig Fishbone-Style. Wieder eine Marke, die Schulsachen herstellt. Ist da? Also Mikau, was geht? Ach, ist das die, die Eier gelegt hat? Ich glaube schon. Hat sie Flügel? Ist ein Teufel? Nee. Das ist auf jeden Fall die Band. Und das ist Mikau. Und er spielt hier nochmal auf seiner Fischgräte. Einen letzten Track für seine Liebste. Ja, tatsächlich, das ist seine Liebste. Ha, sehr romantisch, aber Mikau, wie gesagt, das war's jetzt für dich, ne Boy. Aber wir werden natürlich unser Bestes tun, damit es dir in Zukunft besser geht, Mann. Und dafür erhalten wir jetzt unsere Sora-Maske. Yay! Sorry, Dude. Aber die Maske, wie gesagt, die nehme ich natürlich gerne. Link, nimm sie. Hätten wir jetzt ein weiteres Intensiv gefunden. Du hast die Sora-Schuppen erhalten. Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Verwende sie, um in den Körper eines Sora zu schlüpfen. Setze sie ab, um dich wieder zurückzuverwandeln. Hey, Mikau. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte, hilf diesem Mädchen. Welches Abschiedslied? Ach, lernen wir jetzt sogar noch ein neues Lied? Oder wie? Hä? Ach, das war jetzt erstmal sein Grabstein mit seiner Gitarre. Ja, Ruhe und Frieden, Mikau. Hier ruht Mikau, der legendäre Sora-Gitarre. Seine Musik soll unsere Erinnerung an ihn sein. Seine Worte verbleiben hier. Willst du Mikaus Lied singen? Wir, die Sora, Kampflied der Sora. Wir, die Sora... Schlanke Flossen sind unser Kennzeichen. Drücke A und das Steuer, also nach vorne, um das Meer zu durchpflügen. Drücke R, umgibt dich ein Kraftfeld, das Feinde abwehrt. Vorausgesetzt du hast Magie. Nach unten sinken kannst du, wenn du B drückst. Oh oh, wir die Sora. Ah, okay. Was ist jetzt mit Kampf der Sora? Mein zorniger Schlag wird ausgeführt durch B. Drücke B in schnellen Abfolge, um einen Hagel von Schlägen zu entfachen. Für den vernichtendsten Schlag drücke und halte B. Lässt du los, zerschneidet meine Wut die Luft.
Ah, okay, alles klar. Das sind ja so die wichtigsten Sachen, die man hier zur Sora-Form wissen sollte. Und wie sehen wir denn dann aus? Ja, hier erstmal wieder Action Jackson und Sora Link. Das ist cool. Hier mal so ein Schild, das ist natürlich auch ganz praktisch. Okay, sollten wir uns merken. Also, ich glaube, wenn wir jetzt im Wasser sind, können wir uns sogar deutlich schneller Ja, oder? Ja, wir sind jetzt sogar deutlich schneller im Wasser unterwegs. Das ist sehr schön. Und da ist, glaube ich, sogar eine Truhe irgendwie unten, oder? Ja, wir können sogar unter Wasser laufen. Boah, wie geil ist das denn? Na, Leute, ich sage jetzt einfach mal ganz spontan, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und supporten. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.